Wollt ihr wissen, wie man diese versteckte Tür öffnet? Und wollt ihr wissen, wie man diese Melantro-Statue aktiviert? Dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Für den neuen versteckten Erfolg, wer Sumpft erfindet, müssen wir nun auf die neue Karte Sedoric in das neue Gebiet Neulehmwald reisen. Dort befindet sich dann das Dorf Neulehmwald, in dessen Umgebung sich dann so ein Stock befindet. Diesen müssen wir aufnehmen und zum Ofen mit der blauen Flamme dann rennen. Dort interagieren wir dann mit der blauen Flamme und bekommen eine Fackel mit einer blauen Flamme. Wichtig ist für diesen Erfolg, dass wir eine Karte besitzen mit einem Nachtzyklus. Mit der blauen Flamme rennen wir nun in das Gebiet Melandros Zuflucht. Dort erscheint dann in der Nacht alle 15 Minuten so eine Priesterin der Melandru. Diese läuft dann ihre Route bis zu dieser verschlossenen Tür. Wenn die Priesterin jetzt nun ihre Route läuft, seht ihr solche Steinhaufen mit solchen Fackeln obendrauf. Die Priesterin läuft an diesen vorbei und die Fackeln müssen entzündet sein. Sollte das nicht der Fall sein, wird sie weinen und das Event ist für die nächsten 15 Minuten gescheitert. Solltet ihr rechtzeitig die Fackeln anzünden, läuft sie zu den nächsten Steinhäufen weiter und auch in Richtung Tür. Und am Ende sind dann alle Steinhaufen angezündet. Die Fackeln an der Tür symbolisieren sozusagen dann die Fackeln, die ihr auf dem Weg zur Tür angezündet habt. Kommt dann die Priesterin der Melandru an diese Statue, beschwört sie einen Bewacher der Natur und das Tor öffnet sich. Jetzt könnt ihr ganz nach oben bis zur Truhe hüpfen und fliegen und an der Truhe habt ihr dann den Erfolg bekommen und geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder geholfen. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao, Leute.